befinde ich mich gerade? Es ist kein berühmter Park Madrid und es ist auch nicht der Botanische Garten, der allerdings nur ein paar Gehminuten von hier entfernt ist. Hinter mir befindet sich der berühmte Palmgarten von der Estación de Atocha, einer von zwei großen Fernbahnhöfen mitten im Zentrum von Madrid. In einem anderen Video habe ich bereits über den Changi Airport in Singapur berichtet. Man könnte sagen, dass die Estación Atocha der Changi Airport unter den Bahnhöfen ist. Hinter mir befindet sich ein ca. 4000 Quadratmeter großer Palmgarten. Das entspricht ungefähr einem kleinen Fußballfeld mit knapp 7000 Pflanzen aus 260 verschiedenen Spezies, die aus Australien, Amerika oder auch Europa kommen. Darunter Bananenstauden, Kokospalmen oder auch Rotfruchtbäume, die unter natürlichem Licht wachsen, das durch das Glasdach fällt. Hier herrschen fast tropische Bedingungen, um der Flora und Fauna optimale Bedingungen zu geben. Temperaturen betragen bis zu 24 Grad und die Luftfeuchtigkeit sogar bis zu 70%. Neben dem Glasdach wird dem tropischen Klima auch geholfen durch verschiedene Vernebelungsanlagen. Bis 2018 waren die Stars im Palmgarten noch verschiedene Schildkrötenarten. Diese mussten allerdings zu einem neuen Standort gebracht werden, als die Teiche geschlossen wurden. Grund hierfür ist das Verhalten der Besucher, die achtlos Essensgegenstände in den Teich geworfen haben, die dann angefangen haben zu verrotten und die ihre Tiere hier aussetzen würden. Noch etwas zur Geschichte. Ich befinde mich hier in der alten Bahnhofshalle, die im Jugendstil gebaut wurde und berühmt für ihre Deckenkonstruktion aus Gusseisen und Stahl ist. Bis 1992 sind hier noch täglich Züge ein- und ausgefahren. Aber aufgrund einer Streckenerweiterung wurde schließlich eine neue Halle im Untergrund gebaut. Die damalige Gleishalle fungiert nun als Wartehalle, wo verschiedene Menschen zusammenkommen und auf ihren Zug warten. Wie ein Bahnhof fühlt es sich allerdings nicht an,